Willkommen zu Tag 10 der Reise eines Redners. Heute möchte ich über ein tiefgründiges Thema sprechen, deine Intelligenz oder dein höheres Selbst, deine Seele. Ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Thema Astrosophie, den Lehren auch von Randolf Schäfer, bei dem ich ab Herbst auch eine Ausbildung machen werde. Und ich finde es einfach so spannend, in diese Welt einzutauchen, der hermetischen Philosophie, der Lehre, ja, der Gesetze des Lebens. Und ja, so habe ich für mich gelernt, dass das Universum, ja, die Welt, die uns umgibt, auch alles geistiger Natur ist. Wir Menschen sind geistige Wesen und dreidimensionale Wesen. Und die Dimensionen sind der Körper, Geist und die Seele. Und im Leben bewegen wir uns häufig zwischen zwei Polen. Einmal der äußeren Welt, des physischen Körpers und ja, der Stofflichkeit der Materie im Außen und der inneren Welt, der geistigen Welt. Und in der Regel leben wir im Außen oder sind dazu geprägt, da im Außen Glück und Erfüllung zu finden. Doch oftmals ist es viel erfüllender, das Glück im Innern zu suchen. Und ich glaube, wir alle haben einen Lernauftrag im Leben und der wird auch uns, ja, ich sag mal, in die Wiege gelegt, buchstäblich in die Wiege gelegt, mit der Geburt, mit der unsere Seele in das körperliche Gewand wandert, das wir aktuell in diesem Leben tragen. Und mit dem Tod entweicht die Seele dem physischen Körper und ja, so wandert der kosmische Funken, die Seele, hinaus in das Universum, in das geistige All, das uns umgibt. Und ich finde es sehr spannend, da tiefer einzutauchen und ja, mich damit zu beschäftigen, welche Lernaufträge es auch gibt, zum Beispiel auch bei mir, was in meiner Seele für einen Lernauftrag sich verbirgt und welche Erfahrungen ich noch machen darf in meinem Leben. Und häufig, du kannst es vielleicht auch mal in deinem Leben beobachten, wo du in deinem Leben auf Widerstände getroffen bist oder triffst, und vielleicht ist das auch ein Indiz dafür, dass du in diesen Punkten nicht im Einklang mit deinem Seelenauftrag, mit deinem Lernauftrag im Leben lebst. Und für mich ist es spannend, einfach mal zurückzublicken, und ich habe das gestern einfach mal aufgeschrieben, wo für mich Stationen waren im Leben, wo ich wirklich Widerständen begegnet bin und die mir irgendwie, wo mir das Leben signalisiert hat, nee, Friedrich, da geht's für dich so nicht weiter oder es gibt einen anderen Weg, der leichter geht. Und ein anderes Thema ist, dass in deiner Seele auch gewisse Anlagen, ja, dein Seelenpotenzial verankert ist, und genauso wie Schattenthemen, die vielleicht ja für dich eigene Abgründe oder auch Wunden darstellen, die du überwinden darfst oder denen du dich stellen darfst und die auch in gewisser Weise deinen Lernauftrag mit beeinflussen und dich dahin führen, wo du in deinem Leben hinwandern darfst. Und so finde ich es einfach absolut faszinierend, mich tiefer noch damit zu befassen, was sich alles in meiner Innenwelt abspielt und diese ureigene Intelligenz, die wir alle haben, in uns näher zu ergründen. Ja? Also ich habe über Jahre in der Schule, im Studium die Intelligenz des Verstandes beansprucht und studiert und irgendwie, ja, bin da auch zu einem gewissen Grad weitergekommen und habe eine gewisse Weisheit erlangt, vielleicht aus der weltlichen Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht, doch wirklich ja im Innern diese spirituelle innere Intelligenz,
die hat sich für mich erst in den letzten Jahren immer mehr Stück für Stück offenbart, einfach indem ich die Reise nach innen angetreten habe. Und die Reise geht immer, immer weiter. Und ich freue mich darauf, diese Reise auch weiter noch zu intensivieren, auch mit Hilfe der Astrosophie einen Schlüssel zu haben, der es eben ermöglicht, die Sprache des Lebens zu übersetzen und mit dem Leben in Dialog zu treten. Und genau das wünsche ich dir eben auch, dass du mit dem Leben in Dialog trittst und nicht die Widerstände, Hindernisse oder Steine auf dem Weg deines Lebens, dass du diese nicht als Bedrohung oder als Problem ansiehst, als Hindernis, sondern als Hinweis, dass das Leben mit dir spricht und dir sagt, ja, es wartet noch etwas Besseres auf dich. Es gibt noch einen leichteren Weg, einen erfüllenderen Weg in Einklang mit deiner Seelenaufgabe. Ich hoffe, dieses Video hat dir wieder gefallen und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich auch auf deinen Seelenweg begibst und dein volles Potenzial entfaltest. Alles Liebe und einen wunderbaren Tag für dich, dein Friedrich.